Buch etwas dort, aber da werden wir beginnen. Ich freue mich, dass Sie trotz schönem Wetter so zahlreich erschienen sind. Zum Glück hat die Weltmeisterschaft noch nicht begonnen. Die Fußball-Weltmeisterschaft von Ich wusste das natürlich noch nicht. Ich war aber so genau orientiert, habe ich nicht. Was ich aber nicht schade wäre. Und ich freue mich, Ihnen meinen Kollegen Dr. Thomas Wittgen vorstellen zu können. Thomas Wittgen hat Geologie und Paläontologie an der Universität in Göttingen studiert. Er hat dann dort 2003 seine Doktorarbeit abgeschlossen, in Tübingen abgeschlossen, und zwar über Isotopenanalyse von Wirbeltieren. Vielleicht kommt irgendwas von dem Vortrag oder von der Dissertation Dann war er 2 Jahre in der Schweiz, nämlich in Lausanne als Postdoc, und da habe ich ihn kennengelernt. Er hat Material in unserer Sammlung angeschaut, oder besser gesagt geprobt, nämlich Maße, Material, tatsächlich Zähne hat er einen Arm gebohrt. Sie werden sehen, was er braucht für seine Analysen. Und ich habe dann die Gelegenheit benutzt, ihn auch noch zu fragen, ob er Mammutzähne von Niederwellingen untersuchen würde, was er dann gemacht hat und auch eine Publikation darüber geschrieben hat. Also dem her kennen wir uns schon relativ lang. Er war dann, anschließend war er noch 1,5 Jahre wieder als Postdoc in Tübingen, dann 1 Jahr als Assistent in Mainz. Und dann sein größtes Projekt war für 6 Jahre in Bonn. Da war er Leiter einer Arbeitsgruppe im Sauropoden-Projekt in Zusammenarbeit mit Martin Sander. Er hat auch eine eigene Arbeitsgruppe, das ist ein EMI-Noether-Stipendium, das ist ein berühmter Förderinstrumente in Deutschland. Da bekommen Juncker die Gelegenheit, eine eigene Arbeitsgruppe mit Personal aufzubauen. Für 6 Jahre. Er hat über Sauropoden, also Dinosaurier, gearbeitet, unter anderem hat er auch einiges Material vom Sauriermuseum in Hartau bearbeitet. Wie er gesagt hat, ist es aber das wenigste noch publiziert. Also da wird noch was kommen. Und hat das also eben von König Sieger und von Thomas Politiker dann eben Zugang zum wichtigen Material aus dem Bodenjura von Nordamerika erhalten. Seit November 2013 ist Thomas Wittgen jetzt in Mainz angestellt, auf einer festen Anstellung als akademischer Rat, wo ich ihm recht herzlich gratuliere. Und er arbeitet weiter im Gebiet der Isotopenanalyse. Sie werden sehen, nicht nur bisher fertig war, sondern er legt das aus, und wir haben ja heute besprochen, dass wir mit ihm zusammen auch eine Studie über diese Gruppenzusammensetzung an Zähnen vom kleinen Fisch, Saurichis von San Giorgio machen können. Das ist Laura Elkis, die Bearbeiterin dieses Materials, und wir dann nächstens nach Mainz. Jetzt sind wir gespannt auf deinen Vortrag, und ich bin dank für die Einladung vor allem, hier ins sommerliche Zürich kommen zu dürfen. Es ist immer wieder eine Freude in der Schweiz, mal Kollegen zu treffen, gutes Essen, schöne Landschaft zu hören. Also heute ist mein dienstlicher Teil, vorher war ich schon privat hier. Was ich Ihnen präsentieren möchte, ist, der Titel trifft es eigentlich ziemlich genau, und die Einführung macht auch recht deutlich. Mein Forschungsgebiet ist eben letztendlich die Isotopenanalyse fossiler Knochen und Zähne. Ausgeschwommener Rücktier. Das heißt, ich bin nicht auf eine bestimmte Gruppe, also ich habe Mammuts ja, wie ich schon gesagt, oder auch Dinosaurier, und auch nicht auf eine bestimmte Zeitschneide der Erdgeschichte festgelegt. Das Werkzeug der Isotopenanalyse versuche ich Ihnen an 3 Fallbeispielen heute näher zu bringen, und das sehen Sie hier schon, kann an eine Vielfalt Informationen liefern, die im wahrsten Sinne des Wortes im Knochen oder im Zahn, besser im Zahn, ich erläutere noch warum, steckt. Und diese Vielfalt, die hat mich gereizt und eigentlich in diesem Arbeitsfeld auch nicht losgelassen. Diese Isotopenanalyse kennen Sie von der Altersdatierung, C14, auch eine Anwendung, die auch genannt ist, aber es gibt viele andere Möglichkeiten,
wo man Isotopen als, wir nennen das Fachsprache Proxy, heißt nichts anderes als Stellvertreter. Stellvertreter für etwas, was man nicht direkt messen kann. Dafür kann man Isotopen nutzen. Und Sie sehen, man kann eine ganze Menge Informationen aus der Isotopenzusammensetzung von Knochen und Zähnen herauslesen, die man mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Das ist der große Vorteil der Methode, der mich auch nach wie vor daran fasziniert und reizt. Letztendlich produziert man nur Zahlen, aber diese Zahlen können in einem richtigen Zusammenhang, wenn man versteht, wie diese Zahlen zustande kommen, diese Isotopenverhältnisse, die man misst, Reinmassenspektrometer, die können eine Vielfalt von Informationen übernehmen, Klima, Umweltbedingungen, Lebensweise, Körpertemperatur ein Thema sein heute, an Informationen über ausgestorbene Wirbeltiere, ihr Umfeld, ihre Umwelt, Kaliumwelt, liefern. Gut, bevor ich aber dazu komme, zu den drei Beispielen, möchte ich erstmal das Knochen und Zähnen erzählen. Jeder weiß natürlich, was es ist, aber vielleicht auch nicht im Detail, wie es aufgebaut ist, was es für Informationen speichert, wie es für uns als geochemisches Archiv fungiert. Das möchte ich näher bringen. Dazu muss man auch etwas wissen, wie Zähne und Knochen mineralisieren, entstehen, sich bilden oder umbilden. Das werde ich Ihnen erläutern, weil Sie dann nämlich letztendlich daraus individuelle Lebensgeschichten ableiten können. Die Methoden sind genauso anwendbar natürlich auch in der Archäologie. Da liest man immer wieder auch immer Sachen drüber, was haben Sie zuvor gegessen, was haben Sie getrunken, wo haben Sie gelebt. All das kann man sogar individuell, Jugend, Alter, das werde ich Ihnen erklären, rekonstruieren, also quasi die Lebensgeschichte eines Individuums in der Fall sogar. Und dafür muss man natürlich erstmal verstehen, welche Informationen werden wie in Knochen und Zähnen gespeichert. Das wird der erste Teil sein der Einleitung und dann möchte ich Ihnen nach drei plakativer Fallbeispiele einfach zeigen aus meinem aktuellen Forschungsspektrum, was man damit machen kann. Die in den Ankündigungen gelesen haben, in dem Uniblättchen war es sozusagen, da wird Messel eine Rolle spielen. Messel kennen Sie alle, die berühmte Fundstelle in der Nähe von Darmstadt in Hessen, wo Sie eben diese Urpferdchen und viele andere super erhaltenen Wirbeltierfossilien hier haben. Und da wird es eben darum gehen, was kann man dort vielleicht in diesen Gruppenanalysen auch noch herausziehen an Informationen aus dem tollen Archiv. Und dann möchte ich etwas zu diesem ausgestorbenen Riesenvogel, der flugunfähig war, der eben vor ungefähr 40, 50 Millionen Jahren gelebt hat, in Europa, auch in Nordamerika, und der eben in einem Lehrbüchern als Urpferdchenjäger auch dargestellt ist, unsere Daten zu gewähren. Und zum ersten Mal, dass das vielleicht nicht der Fall ist, möchte ich erläutern, was wir da als aktuelle Forschungsergebnisse haben. Und im dritten Beispiel Ihnen ein chemisches Thermometer, was im Englischen klang, Isotopthermometer, heißt ziemlich kompliziert, aber was man letztendlich damit machen kann, ist mal die Körpertemperatur messen und die Daten präsentieren, die ich mit Kollegen in den USA, die das gemessen haben, zu Dinosaurier-Körpertemperaturen, eben von Material aus Ahrtal, unter anderem auch von Carnarvosaurus, dem E.T. sozusagen, was der, wenn es der Zahnstein ist, als Körpertemperatur hatte vor 150 Millionen Jahren. Das sind so Beispiele, die ich Ihnen dazu bringen möchte, um Ihnen das Potenzial der Methode aufzuzeigen. Gut, fangen wir aber erstmal an der Basis an, Knochen und Zähne. Was sind das? Man kann materialwissenschaftlich sagen, es ist ein Verbundwerkstoff. Ein Knochen ist ein Verbundwerkstoff aus einer Mineralphase, die ihn hart und widerstandsfähig macht in einer organischen Matrix aus Proteinen, hier Kollagen. Und in diesem Kollagen eingelagert sind kleine Kristalle, Nanometer groß, nur von diesem Hydroxylapatit, also ein Calcium-Phosphat-Mineral. Das baut Knochen, aber auch den Zahnschmelz, auch das Ventil. Die Mineralphase ist immer Calcium und Phosphat, Hydroxylapatit, und der ist im Knochen in viel Organik eingelagert. Sie sehen die Anteile hier. Beim Zahnschmelz ist das viel anders. Das ist sozusagen fast nur Mineralsubstanz. Das kennen Sie auch. Da ist sozusagen wenig an Organik drin, das hat keine Kaufunktion. Das ist hart gegen Abrasion. Da ist nur 1% Organik. Da ist das viel mehr Organik drin. Und das ist eben auch schon wichtig als Information, einfach als Material, weil natürlich klar ist, warum sich dann auch Zähne im Fossil besonders gut erhalten, weil sie natürlich nicht viel Organe enthalten, in dem Sinne schon versteinert sind, primär durch die Biomineralisation im Körper selber. Wir Knochen natürlich noch einen höheren Anteil Organe enthalten, also ungefähr 2/3 des Meeres an Mineralsubstanz. Und genau diese Eigenschaften hier, eben niedriger Organeanteil, große Kristalle und eben hohen, sage ich mal, geringe Porosität, all das sind Faktoren, die auch wichtig sind für uns als Geochemiker, das kommt hier von der Ausbildungsrichtung her dann. Das heißt, die originale Mineralogie und auch die originale Chemie vom Zahnschmelz, die erhält sich dann durchaus bei der Amyloid eher als der Knochen, der eben durch den Verlust der Organik auch, sage ich mal, Platz schafft für neue Minerale, die dann während der Fossilisierung, während der Versteinerung sich neu bilden. Und damit natürlich die chemische Zusammensetzung, die uns ja hier interessiert, durchaus stark verändern.
Knochen, was ist das jetzt im Körper selber als, sag ich mal, Gewebe? Das ist ja Gewebe und es ist wichtig, das ist ein Lebensgewebe. Sie kennen das, jeder hat wahrscheinlich irgendwann mal einen Arm gebrochen oder irgendwas im kleinen Finger oder ein Bein oder hoffentlich gar nichts. Aber selbst wenn, ist kein Problem, denn das Gewebe ist lebend und es kann sich regenerieren. Ein Glück. Das war in den Zehen anders, das wissen Sie alle, die haben sich ja irgendwo mehr oder weniger entnommen, ich habe ziemlich viele. Da ist es nicht so, es ist kein lebendes Gewebe, aber der Knochen ist ein lebendes Gewebe und wenn wir reinzoomen, hier ist ein Querschnitt durch den heutigen Pferdeknochen, das ist ein Rasterelektron, Elektronenrückstreubild, Sie sehen hier die Markhöhle mit dem schwammigen Knochengewebe, der spongiosa Bereich und hier der kompakter Bereich und dann sehen Sie diese runden Strukturen, hier nochmal rausvergrößert, das sind die Bahnen und Nerven und Blutgefäße in diesen perversen Kanälen. Dann sehen Sie diese kleinen schwarzen Punkte, die als Osteozytenlagunen bezeichnet sind, da sitzen die Knochenzellen. Also der Knochen lebt, der kommuniziert, der mineralisiert, gibt auch wieder Kalzium ab, was natürlich sehr wichtig ist, weil wir Kalziumhaushalt im Blut konstant halten müssen, unsere Mineralstoffe im Blut und da ist der Knochen ein Speicher und ein Abgabeorgan. Und er wird eben auch zeitlebens umgebaut, deswegen kann er auch wieder heilen. Und das ist eben das sogenannte Remodeling, dieser Umbau, der bei uns immer stattfindet, ob Sie alt oder jung oder wie auch immer seid. Irgendwann baut man mehr ab, als man aufbaut. Ab 25 schon, also ich baue auch schon mehr ab. Aber den Sport kann man dagegen steuern. Letztendlich aber Abbau überwiegt irgendwann im Alter, dann kommt man zum Osteoporose. Aber das ist auch eine Form des Umbaus, und das mehr abbaut als aufbaut. Also der Knochen lebt und der speichert dabei natürlich Umweltinformationen. Und das sind eben kleine Knochenzellen, die sind eben aussehen. Sie sind fortsetzen, die kommunizieren in die untereinander. Das sind sozusagen eingeschlossene Zellen, die dann so sieht ein Knochen aus, wenn man ihn dann genauer anguckt. Das ist eben dieser Verbundwerkstoff mit diesen Proteinfasern. Dazwischen sitzen hier grau oder drumherum um diese Proteinfasern. Und grau sitzen diese kleinen Kristallite. Nanokristalle, beachten Sie den Maßstab, 30 Nanometer hier, also quasi nicht mal Millionstel, sondern Milliardstel Meter, 30 Milliardstel Meter. Ganz, ganz klein sind die kleinsten biologisch gebildeten Kristalle. Und so sieht das mit Realita quasi aus, wenn Sie solche Fasern, die Kristalle und Blüten sind. Das Knochengewebe an sich ausmachen. Also es ist ein nanokristallines Material. Das ist anders beim Zahnschmelz. Das ist ein Weisheitszahn, quergeschnitten, nicht meiner, ich habe meine Angehörige noch. Insofern ist das ein Zahnarzt, den ich zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und da sieht man eben gut hier eine Schmelzkappe, hier oben die Krone, die Kaufläche, das ist quergeschnitten als Dünnstift. Und hier sieht man eben das Zahnbein. Und da ist es halt eben die Schnitte so gemacht, dass der Organ viel, viel geringer ist im Schmelz. Und die Kristalle sind auch größer als die gezeigt. Und die Porosität, es gibt hier keine Zellen, die da drin sind, das ist einfach massiv schmelzt. Und all das bewirkt, dass der Zahn schmelzt, natürlich sowohl zu Lebzeit und zu kauen, sehr abrasionsresistent und hart ist, aber auch bewirkt, dass er in der Fossilisation sehr relativ unempfindlich ist. Auch der verändert sich ein bisschen, aber viel, viel weniger als der Knochen, der viel Poren, Kornraum für Organe und so weiter besteht. Und deswegen wird man für diese Topanalysen eigentlich versuchen, immer Zahnschmelz im Idealfall zu beproben, um halt das robusteste Archiv sozusagen des Wirbeltiers bezogen auf die chemische Zusammensetzung zu analysieren. Ein weiterer Vorteil von Zähnen ist bei uns nicht so, aber bei anderen Wirbeltieren, dass die Zahnkronenhöhe sehr hoch sein kann. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie Pferdezahn mal gesehen haben oder einen Elefantenzahn, jetzt nicht den Stoßzahn, sondern den Backenzahn, das sind hochkronige Zähne, die können nicht Zentimeter, Dezimeter hohe Kronenhöhlen haben. Und da der Zahnschmelz eben von oben nach unten mineralisiert, eben wird hier ist hier oben der älteste Zahnschmelz und hier oben der jüngste Richtung Wurzel. Und dann kann man eben, wenn man sozusagen seriell das manuell oder wie auch immer beprobt, kann man eine Zeitserie von Proben entlang des Wachstums von so einem Zahn entnehmen. Und da so eine Zähne durchaus mehrere Jahre, auch bei uns, die nicht hochkrumm sind, die gebackene Zahnstecher haben dann 2, 4 bis zu 6 Jahre, je nachdem an Zeit drin. Und wenn man die dann seriell beprobt, kann man halt hier schematisch dargestellt, sag ich mal, über die Jahreszeiten Veränderungen in Nahrung, Wasser, was die Menschen oder Tiere getrunken haben, oder eben auch der Aufenthaltsort für dieses Sportsystemsignal, was ich später noch darauf eingehen werde. Also kann man eben Aussagen zu saisonalen Veränderungen von Nahrungs- und Wasserquellen und damit von Umweltbedingungen, von Klimabedingungen zum Beispiel auch machen. Und das ist natürlich interessant, dass man da eben eine Zeitreihe sozusagen von Isotopendaten auszählt. Und wichtig ist natürlich auch der Zeitraum, da hatte ich eben schon ein bisschen was zu gesagt, der da gespeichert ist, das ist natürlich jetzt sehr antiprozentig auf den Menschen bezogen, Daten, weil das natürlich sehr gut untersucht ist. Bei anderen Tieren ist das nicht so genau bekannt.
Und das trifft natürlich jetzt auch nicht unbedingt alles Kortieren zu Kortieren oder Pfeifenschütze, das kann man ja mit einem Zahnwechsel. Da ist das natürlich nicht zutreffend, was ich jetzt sage. Aber insofern hat man den persönlichen Bezug und kann es ein bisschen vorstellen. Das Prinzip wird deutlich, die Zähne hier, in dem Fall bis zum Weisheitszahn, im dritten Backenzahn, ist der letzte, der gebildet wird bei Menschen. Und wenn man halt also zum Beispiel in Jugend mit der erste Backenzahn, der schon während oder kurz vor der Geburt beginnt, seinen Zahnkrone, seinen Zahnschmelz zu analysieren. Insofern kann man natürlich über das Gebiss, wenn man verschiedene Zähne analysiert, die frühe Jugend als Archiv abgreifen, zeitmäßig. Das ist anders bei den Knochen. Sie sehen hier, das ist unterschiedlich, weil je nachdem, wie schnell so ein Knochen umgebaut wird, hat er das Gebäude gezeigt. Im Schädel ist das über Jahrzehnte, bei den Rippen ist es wenige Jahre, und dann ist der ganze Rippenknochen einmal komplett sozusagen umgebaut worden. Insofern spiegelt er natürlich in den letzten Jahren oder im Schädel in den letzten Jahrzehnten, also das Erwachsenensignal wieder, je nachdem natürlich, wann der Mensch in dem Fall gestorben wird. Insofern kann man die Jugend mit Alter in den letzten Lebensjahren vergleichen. Ja, und wenn man natürlich die Organe sieht, muss man auch Haare analysieren, das ist Doping und andere Sachen, gibt es ja immer mal Schlagzeilen, dass dann natürlich mit Tagen oder Wochen wieder entspannt sind. Also je nachdem, welches Gewebe man analysiert, kann man eine bestimmte Zeitscheibe der Ontogenese, also der individuellen zeitlichen Entwicklung von Geburt bis Tod, rekonstruieren. Und das ist natürlich spannend und wird auch in der Archäologie natürlich angewendet. Da möchte ich heute aber nicht drauf eingehen, sondern eben nicht den Wirbeltieren, den Nicht-Menschen-Wirbeltieren sozusagen annähern. Und das ist so ein Schema, das einfach nur plakativ zeigt, was man denn damit rekonstruieren kann, beziehungsweise wo das Signal, was man rekonstruiert und was dann quasi in Knochen oder Zahn eingelagert wird in der Mineralphase von dem Kalziumphosphat, wo kommt das eigentlich her? Und da gibt es die meisten Elemente, die natürlich über die Nahrung aufgenommen werden. Einige möchte ich heute vorstellen, Kalzium, Strontium, Kohlenstoff. Kohlenstoff, klar, ist natürlich die Biomasse, Pflanzen, Fleisch, all das besteht ja überwiegend aus Kohlenstoff. Aber es sind auch andere Spurenelemente, die hier dargestellt sind, die mit in der Nahrung drin sind und die dann aufgenommen werden. Und die dann natürlich durch das Tier noch verstoffwechselt werden. Dabei können sich diese Isotopenverhältnisse systematisch verändern oder auch nicht. Das muss man dann vorher wissen. Und je nachdem, wenn man diese Veränderung durch den Organismus kennt, kann man quasi rekonstruieren, was sie eben gegessen haben oder eben bezogen auf Sauerstoff oder Wasserstoff, bei den Elementen, die das Wasser natürlich als Molekül bilden, sozusagen charakterisieren. Da kann man jetzt eine isotopische Signatur von Trinkwasser auch ableiten, die dann auch sich eben niederschlagen. Das hier ist nur, um auch zu zeigen, okay, was wir hier natürlich messen, ist, wenn das Tier frisch geschlachtet wird, okay, dann können wir das gut rekonstruieren, aber wir haben natürlich Fossilien, die postmortal nach dem Tod noch verändert werden durch Prozesse der Fossilisation und dann werden tatsächlich Erdelemente oder Uran oder auch andere Spurenelemente noch eingelagert. Das kann stören, wenn wir das Lebenssignal rekonstruieren wollen, aber es kann auch helfen, weil wir etwas lernen über den Fossilisationsprozess zum Beispiel. Das kann auch interessant sein, weil es durchaus wichtig ist zu verstehen, warum sich manchmal Fossilien erhalten und nicht, unter welchen Bedingungen. Gut, bevor wir dann zu den Isotopen selber kommen, vielleicht nochmal eine kurze Wiederholung. Was ist überhaupt ein Isotop? Das wissen Sie sicher noch aus der Schule. Das sind halt Elemente, die im Periodensystem stehen, die aus Isotopen bestehen. Es gibt manche, die Gold, ja, Ehering, das ist halt nur ein Isotop, monoisotopisch. Da kann man kein Isotopverhältnis messen. Da braucht man mindestens zwei, um ein Verhältnis zu messen. Und viele Elemente haben zwei oder viel mehr Isotopen. Und wenn man das hat, kann man eben Isotopen messen. Was ist ein Isotop? Klar, wir haben letztendlich die gleiche Anzahl von Protonen und Elektronen im Atomkern eines Isotops, aber die Anzahl von Neutronen, das ist was Variables. Die chemischen Eigenschaften werden hier bestimmt durch vor allem die Elektronenhülle. Und alle Isotope haben die gleiche Anzahl von Elektronen, sind das gleiche chemische Element, unterscheiden sich aber in der Masse aufgrund von mehr oder weniger Neutronen. Das einfachste Beispiel ist hier der Wasserstoff, ist dargestellt, wir haben ein Proton und letztendlich ein Elektron. Oder hier bei Deuterium, beim Schwerpunkt Wasserstoff 2, sprich ein Proton, ein Neutron, ungefähr gleich ein Wasser haben, entsprechend auch ein Elektron. Da haben wir natürlich einen großen Unterschied der Isotopenmasse. Hier von quasi fast 100%. Und das ist für andere Elemente geringer, aber dieser Massenunterschied, der bewirkt, dass diese Isotope eben bei physiologischen, chemischen und anderen Prozessen unterschiedlich schnell reagieren über Moleküle oder Substanzen, die das leichte Isotop haben, reagieren oder gehen häufiger Bindungen auseinander oder eher Bindungen ein. Insofern gibt es eine gewisse Bevorzugung von den leichten Isotopen bei bestimmten chemischen Reaktionen.
dass das Hund und sich, was man sich zuwürze macht. Und man muss halt eben kalibrieren und wissen, wie stark sich welches Druck wann verändert, unter welchen Bedingungen, bei physiologischen oder Umweltprozessen, und kann darüber, über das Druckverhältnis dann ableiten, welcher Prozess wie stark abgelaufen ist. Insofern können Sie das Druck als Proxy, als Stellvertretermaß für Temperatur, bestimmte Nahrungsressourcen, Nutzung und so weiter dienen. Eine andere Anwendung, die Sie natürlich auch kennen, die ich auch schon kurz erwähnt habe, eben die 14-Datierung, also radioaktive Isotope, das ist eine ganz andere Geschichte. Da zerfallen ja die Mutter-Isotope radioaktiv wie Uran zu Blei oder C14 dann wieder zu N14. Und dann kann man darüber eine radiometrische Uhr, wenn man die Zerfallsmaßnahme kennt, nutzen, um die Bildung von bestimmten Mineralen oder von Biomasse, wenn man organisches Material mit C14 datiert, kann man den Zeitpunkt der Gewebebildung bei C14 dann was sich hier noch belegt hat, das wäre ein radioaktives Isotop. Ich werde aber heute nur erzählen über stabile Isotope. Die meisten sind stabil, beziehungsweise, wie Sie sehen, die meisten sind zwar instabil, aber die sind halt nicht dauerhaft existent. Diese hier, die zerfallen nicht radioaktiv, sondern die existieren einfach in bestimmten Verhältnissen, aber diese können durch biologische oder biologische Prozesse verändert werden. Gut, wie gesagt, heute überwiegend über die stabilen Isotope, dann die Frage, wie kann man es messen? Da braucht man einen Massenspektrometer für. Da gibt es verschiedene Typen, die aber eigentlich immer ähnlich aufgebaut sind. Das ist hier dargestellt, sie haben eine Ionenquelle. Sie müssen quasi ihr Element, was ja erstmal neutral ist, in ein Ion überführen oder ihr Molekül in ein Ion überführen. Ein geladenes Teilchen, das dann in einem evakuierten Magnetfeld, Elektromagnetfeld, in der Masse, deswegen Massenspektrometer aufgetrennt wird. Machen wir im Prinzip. Kleine Massen werden stärker im Elektromagnetfeld abgelenkt als große Massen, weil die halt sozusagen große Massen etwas träger sozusagen, kann man ja auf eine äußere Bahn mit größerem Radius und die kleinen Massen etwas stärker abgelenkt. Das ist hier schematisch mal wie die Sauerstoffisotope 16, 17, 18 Uhr dargestellt. Man misst natürlich nicht das einzelne Isotop, sondern man würde hier ein ionisiertes Sauerstoffmolekül oder ein CO2-Molekül, was ein Sauerstoffisotop enthält, messen, aber der Einfachheit halber hat das jetzt mal so simplifiziert. Und dann können Sie eben gleichzeitig hier die Detektoren, die am Ende sind, da wird registriert in Form eines kleinen Stroms, den dieses Ion, was dort auch produziert. Und dann können Sie die beiden Ströme, die sich hier an den Detektoren messen, ins Verhältnis setzen, kriegen ein Isotopenverhältnis. Und das können Sie sehr präzise messen. Hier mal Beispiele von verschiedenen Isotopenverhältnissen, Sauerstoff, Strunzen und Kohlenstoff, die beide auch auftauchen werden in dem Vortrag. Und dann können Sie quasi ein Isotopenverhältnis messen, müssen aber Ihre Substanz in dieser Ionenquelle entweder als Gas oder als Feststoff oder als Flüssigkeit ionisieren. Im Massenspektrometer, im Magnetfeld sozusagen die einzelnen Isotope auftrennen und dann halt ein Isotopenverhältnis messen. Das ist das Grundprinzip, was immer gleich ist. Was man dann ausfinden kann, das ist hier nochmal plakativ wie auf der Titelfolie nochmal zusammengefasst, eine Vielzahl Informationen. Die kann ich natürlich nicht alle heute bringen, ich versuche relativ viel zu bringen, ich hoffe, dass es nicht zu viel wird, aber letztendlich, was Sie da plakativ eben raus ablesen können, wo ich heute überwiegend, wo er der Tiro werde ich nicht eingehen, was der rote Vorwurf ist, aber ich hätte etwas zur Körpertemperatur, was man aus den Sauerstoffisotopen und aus diesem neuen chemischen Flammeisdruckparameter, das ich mir vorstellen werde, ableiten kann, erzählen. Etwas zur Ernährung werde ich bringen, zum Beispiel für Messel, also man kann den Zimmer noch, wenn ich hier mehr Pflanzen oder Fleisch gefressen habe. Und man kann auch ganze Nahrungsketten und die Position in der Nahrungskette rekonstruieren. Da werde ich dann auch etwas Kalziumisotopen zu erzählen. Und man kann auch etwas zur Mobilität von Menschen oder Tieren in der Landschaft herausfinden über das Sponsum-Isotopensystem, das ich dann auch noch kurz vorstellen werde, bei den ganzen Urpferdchen. Also da kann man letztlich einen Aufenthaltsort als Fingerabdruck, also einen biologischen Unterkurs für irgendeinen Organismus, Nahrung aufnehmen und auch den kann man auch ableiten. Auf die Organe gehe ich nicht ein, aber da ist ja diese Organe drin, das haben sich ja was im englischen DNA, also alter DNA und so gehört. Da kann man auch ganz spannende Sachen machen, aber DNA ist natürlich nicht über Millionen von Jahren erhaltungsfähig. Über 1000 bis 100.000 Jahre maximal. Insofern auf den Aspekt möchte ich nicht eingehen. Und was wir letztendlich messen, habe ich gesagt, sind Isotopenverhältnisse und wir sprechen dabei von einer Fraktionierung. Das ist nichts anderes als die Änderung eines Isotopenverhältnisses. Und diese Änderung wird eben durch, dadurch bedingt, in dem Fall, was gegessen wird, wie die Körpertemperatur ist oder auf welchem Untergrund ich als Tier oder Mensch lebe. Das führt zu einer Fraktionierung, die kann ich messen und dann interpretieren. Andere Möglichkeit ist die Mischung, also ich mische zwei isotopisch unterschiedliche Substanzen und kriege natürlich auch einen neuen anderen Mischwert. Aber bei den meisten Faktoren ist es eben eine Fraktionierung, das heißt, das Isotopenverhältnis wird durch
in physiologische oder biologische Prozesse fällt. Gut, ja, da brauchen wir natürlich dafür erstmal unsere Fossilien. Und da ist mal so eine willkürliche Auswahl gezeigt. Am besten, wie gesagt, eigentlich sind die Zähne. Also die Lungen freuen sich natürlich auch bei sowas. Wir haben kürzlich die Medien, da wurde zusammen Dinosaurier der Welt gefunden, angeblich ein paar Fossilien. Auch eben so in dieser Größe kann die Bewegung oberschädlich werden. Und hier einfach eine willkürliche Auswahl von verschiedenen Knochen, die ein frischer Rezent haben, wenn man Fleischreste dran sind. Wir sehen schon fossile Knochen, die sind sehr unterschiedlich gefärbt, die sind teilweise korrodiert, verändert, transportiert und dabei natürlich bei der Fossilisation auch verändert. Was in dem Fall den gestört, der ist wunderbar erhalten als morphologisches Objekt, kann gemessen werden, kann studiert werden, aber das ist natürlich nicht so gut für die Chemie. Aber was auch gut ist und was auch meistens erhalten ist, wenn man jetzt hier in den Knochen reinguckt, nach dem Maßstab, das sind quasi Bildschiffbilder, also ganz klein geschnittene dünne Scheiben, 30 Mikrometer mächtig, und dann mit dem Durchlichtmikroskop angeschaut, also in diese Knochen Mikrostruktur. Und das ist ein, sagen wir mal, subfossiler Bisonknochen, oder das war der Rezent hier, genau. Das ist, glaube ich, ein Pferdeknochen, genau. Dann gab es jetzt hier ein Bisonknochen, das ist eine Reinschotterablage, aber das ist ein fossiler Dinosaurier. Sie sehen auch als Laie da jetzt eigentlich keinen Unterschied. Ist auch nicht. Es ist das gleiche Gewebe, der gleiche Bautyp, die gleiche Mikrostruktur. Man sieht eben hier diese Blutgefäßbahnen, und diese kleinen Bündchen hier, das sind die Knochenzellen, Hohlräume, wo die drin gesessen haben, die nur wenige Mikrometer groß sind. Also das ist alles noch erhalten. Das ist wunderbar und das ist ein neues Feld, wo auch viele Leute Erfahrungen mit der Mikrostruktur von Knochen analysieren, die dann auch schon an sich etwas aussagen kann, wie eine starke Wachstumsrate. Oder eben auch, man kann solche Jahresringe hier als Leg, Line of Rest Growth, das ist kein Riss, weil es hier um physiologische Struktur herumgeht. Da kann man auch quasi die wieder Lebensjahre, die Baumrinden ablesen. Also das ist toll, also insofern stört das auch nicht, dass die von Steinart sind, die Knochen. Aber für mich als Geochemiker sind ja Elemente und damit die Isotope wichtig. Und da gibt es doch gewisse Veränderungen. Man hat hier eben das Hauptelement Calcium, das ist ja Calciumphosphat, bis zum Spurenelement Uran aufgetragen. Und hier die Konzentration GTM des Parts, ist quasi der Anteil. Und das ist logarithmisch skaliert. Also hier ist sozusagen Calcium sehr, sehr viel drin, mit 38 Gewichtsprozent oder 180.000 GTM. Und dann geht das runter bis zum Ultraspurenelement Uran. Das wäre die Variation im Rezept. Und Sie sehen, das hier jetzt die Variation des fossilen Knochen. Und da sehen Sie, dass sich einiges verändert. Viele Elemente, gerade hier unten, selten her, wie Glühen oder Waren, die gehen ja mehrere Größenordnungen, sind angereichert im fossilen Knochen. Manche sind auch relativ, die strahlen sogar. Diese Uran-Knochen dürfen manchmal auch muss ihnen ausgestellt werden, manche am Grenzwert. Aber das ist alles nicht dramatisch, die stehen ja nicht 10 Jahre vor dem Glasvitrine, sondern sie gehen schnell wieder vorbei. Insofern ist das auch keine Sorge zu machen, weil Sie sehen, es verändern sich. Manche Elemente gehen rein, manche gehen raus. Und da ist natürlich dann die Frage, ist es im Original, was ich da messe, mit diesen Fotosignaturen. Und das muss man immer testen und den doch aufbehalten. Und da ist es halt so, wie ich eben ganz gesagt habe, dass es schnellst eben aufgrund seiner Materialeigenschaften das Material, das am besten für solche Isotopenanalysen geeignet ist, weil am ehesten, wie ob das ein Knochen da hat. Ich habe leider gleich krankliche Zähne, dann wäre es natürlich sehr schön, mal einen Vergleich zu sehen, ob das stimmt, was ich behaupte. Aber es ist sicher so, dass der Zahnschmelz eher noch die originale Isotopensignatur gut hat. Gut, das soweit als Einführung, was Knochen ist, wie er funktioniert, was man daraus ablesen kann, was die Prinzipien sind, wie man Isotope misst. Und jetzt komme ich zum ersten Beispiel, Wessel. Wessel kennen Sie alle, Urpferdchen, ja, andere spannende Fossilien aus Wessel, aquarische Wirbeltiere, wie die Schildkröte, die Knochenhechte, das Krokodil und viele, viele andere. Man kann es sicher als Urpferdchen, aber auch Fledermäuse, ganz viele exzeptionelle alte Fossilien, die in so einem Lebensraum, das ist ein Rezentbild aus dem Urwaldsee in Indonesien, was vielleicht so ausgesehen haben könnte zur Zeit vor 47 Millionen Jahren. Und da war eben die Frage, wenn man diese tolle alte Wirbeltierfossilien hat, dann kann man doch vielleicht auch Umweltparameter und den Lebensraum oder die Lebensweise dieser Wirbeltiere mit diesen Druckmanagen vielleicht mal charakterisieren. Das war bis hierhin nicht gemacht. Das habe ich auch gerade ein Manuskript für die Verarbeitung, aber bevor ich zu den Daten komme, erstmal eine Einführung. Nessel liegt wie gesagt in Hessen, in der Nähe von Darmstadt, das ist ein häufiges Bild. Dieser grobe Nessel, das war ja ein Ölschieferabbau, der mal Müllgrube werden sollte, aber jetzt auch während Natur alles ein Glück. Insofern ist diese exzeptionelle Fundstelle geschützt. Entstanden ist sie durch einen Kontakt von heißen Gesteinsschmelzen mit Grundwasser, dann hat es eine große Explosion gegeben.
Trichter verursacht, also ein Explosionstrichter, der dann gefüllt wurde mit dem Rückfallmaterial. Und da hat sich dann ein See drin gebildet. Dieser See hat dieses schwarz markiertes, feinkörniges, toniges Element abgelagert, in dem sehr viel Organbitumen drin ist. Deswegen Ölschiefer, das ist ein Schiefer, ein organreicher Tonstein, der damals auch abgebaut worden ist. Und bei diesem Abbau natürlich diese tollen Fossilien. Dieser Tonstein ist laminiert mit Jahresschichtung, sogenannte Barren. Und man hat die zählen können, und das sind sogar über 640.000 Jahre, die in diesem etwa 100 oder 20 Meter Ölschiefer ungefähr drinsteckt. Und hier sind die Schiefer noch die tollen Fossilien drin, die es dann eben sozusagen zu analysieren galt. Hier nochmal ein Blick genauer auf die Karte, wo ich messe jetzt eben nicht. Da gibt es verschiedene solche Ölschiefer vorkommen, hier in Schwarz gehalten, hier und auch dort und dort, wo eben solche Maaseen sich gebildet haben im Eozän, so vor knapp 50 bis 45 Millionen Jahren. Und messe eben ist ungefähr 48 Millionen Jahre alt, das haben wir dann eben so statiert. Das Seilstück, was dann in diesem Forschungsbohrkehr, der mal runtergebohrt wurde, durch die Messablage gefunden wurde. Und man hat eben auch in den letzten Jahren gezählt, wie viel dieser Jahreslage hat, das dann kommen auf 640.000 Jahre. Und diese Inflationsrate ist dann eben ja, 10 Millimeter oder 0,15 Millimeter pro Jahr. Also sehr gering. Und da in diesen unteren stillen, anoxischen Bedingungen, so ein See, der ein Reich an Leben Oberflächenwasser hatte, wo es warm temperiert war, im tropischen Bereich, aber das Bodenwasser war halt jedenfalls ein tiefer See war, der in Mischung entzogen und halt aus dem Bodenwasser sind diese Fossilien hervorragend erhalten. Nämlich diese. Das ist eine willkürliche Auswahl. Sie sehen halt, da gibt es alle möglichen Wirbeltiere, aber auch Insekten in Kraftbehaltung. Es gibt hier Vögel, die noch Federfarben zeigen, und auch Fell, Schattenumrisse von Haut und Haaren sind vorhanden, Mageninhalte. Also alles, was das Paläontologenherz bewährt, deswegen ist es ein Schatz der Urzeit, der natürlich ja, weltbekannt ist und auch damit in der Naturerbe ist und das zu Recht. Aber es hat eben noch keine Biotopanalyse gemacht von diesen Wirbeltieren. Insofern war für mich halt die Frage, wenn die schon so toll erhalten sind, sogar mit Weichgewebe, dann ist es doch sehr naheliegend, dass dann die chemische Zusammensetzung der fossilen Zähne gut erhalten ist. Und das wollte ich eben testen in der ersten Pilotstudie. Und habe eben die Elemente Kohlenstoff, Sauerstoff und Strontium eben vor allem in den urfertigen Zahnschmelzproben analysiert, um wirklich zu schauen, ist das denn wirklich so? Stimmt das so, dass die dann auch geochemisch fertig gehalten sind? Dazu möchte ich Ihnen kurz dieses Tonsystem vorstellen. Kohlenstoff ja, ist das, was eben alle Biomasse besteht, überwiegend das Element. Es gibt davon zwei stabile Isotope, das 13C und das 12C, was man dann als Verhältnis mit dem Massenspektrum messen kann. In der Isotopengeochemie werden diese Verhältnisse aber nicht als Verhältnisse angegeben, sondern als ein sogenannter Delta-Wert. Das können Sie sich so vorstellen, dass Sie eine Referenzprobe messen und von der Referenzprobe das 13C-12C-Verhältnis und dann von Ihrer richtigen Probe Ihr Fossil. Und dann beziehen Sie diesen Probenwert auf den Referenzwert. Das macht man deswegen, weil diese Isotopenverhältnisse sehr, sehr kleine Zahlen liegen, die 0,0001 oder so. Und dieser Delta-Wert, der ist nichts anderes, als dass man das Referenzwerte ziehen, um mal Tausende und ganze Zahlen zu bekommen. Statt 0,001 haben wir dann 1 zum Beispiel. Und deswegen werden jetzt immer solche Delta-Werte schon abgegeben auftauchen, die aber letztendlich nichts anderes sind als solche Isotopenverhältnisse. Was kann man mit Kohlenstoff machen? Gut, da wird natürlich in der Nahrung aufgenommen, also kann man etwas zur Ernährung sagen. Man kann jetzt nicht sagen, er hat jetzt Mais gegessen oder er hat jetzt Proteine gegessen oder so, das geht nicht. Das kann kein Isotop. Aber Sie können zwei große Gruppen von Pflanzen unterscheiden. Würde ich Ihnen wahrscheinlich jetzt nicht sagen. Das sind kleinste Tierpflanzen. Sie können sich merken, das wären Bäume ungefähr, das wären Gräser. Nicht die Gräser, die wir hier draußen haben, aber also die meisten Gräser. Also kann man Grasfässer von Laubfässern zum Beispiel unterscheiden. Das kann man hier unter Ernährung verstehen. Und man kann auch das natürlich lauter sagen, wenn Sie Gras oder Laub fressen, ob das überhaupt Laub, sprich Bäume, sprich Wald gab, dann war es eher ein bewaldetes Habitat. Oder wenn es natürlich viel Gras gab, dann war es eher ein Städtehabitat. Da kann man das sagen. Also damit direkt auch zur Vegetation, dem Typ der Vegetation, der Herrschaft. Tierpflanzen, das sind drei Pflanzen, das sind solche, die eben zu Bäumen, Sträuchern und so weiter gehören, Kräuter. Und was letztendlich bei der Photosynthese passiert, ist ja, dass CO2, letztendlich der Kohlenstoff des CO2s, der wird ja durch die Photosynthesereaktion in Biomasse umgewandelt. Also anorganisches CO2, der Kohlenstoff daraus wird in Biomasse-Kohlenstoff reingekippt. Kohlenwasserstoffe sozusagen umgewandelt und dabei verändert sich eben die, wie Sie hier in der Tabelle C
Zwiebelzellen die Kohlenstoffe zuführen. Systematisch. Und Sie sehen, dass es unterschiedlich passiert bei C4-Pflanzen, das sind Gräser wären, und bei EC3-Pflanzen. Aber die Zahlen sind unterschiedlich, deutlich unterschiedlich, der Messfehler ist auf der Nachkommastelle. Das heißt, Sie können unterscheiden Gräser von Laub, von Bäumen. Nicht welche Bäume, das können Sie nicht, aber Sie können das unterscheiden. Und das setzt sich in der Nahrungskette fort, denn der Kohlenstoff, der von der Biomasse vom Wirbeltier gefressen wird, der wird eingelagert in diesen Apatiten, das Kalziumphosphat oder Zahn. Dabei verändern sich wiederum diese Druckverhältnisse, aber halt auch wieder systematisch, das kann man testen durch Fütterungsexperimente oder durch empirische Beobachtungen, wenn man Nahrung und Knochen misst. Und bei großen Wirbeltieren ist es so, dass es die Fütterung. Das heißt, das wäre für die Signatur Zahnschmelz eines Laubfressers. Das wäre die Kohlenstoffdruck-Signatur im Zahn eines Grasfressers. Das macht man sich auch zunutze, um die Lebensweise zum Beispiel unserer Vorfahren in Afrika oder in Nigen zu bestimmen, ob die jetzt in der Savanne gelebt haben, entweder die Grasfresser-Signatur zeigen müssen, tun die teilweise auch, oder ob sie eher noch in Bäumen im Wald gelebt haben und intern C3-Pflanzenfresser-Signatur. Das wird zum Beispiel benutzt und das kann man genauso bei anderen Wirbeltieren auch machen. Man hat das eben auch mal getestet, wir haben das im Rahmen der Kulturarbeit mal verifiziert. Das sind alles Tiere, die Sie kennen, aus der afrikanischen Serengeti oder woher auch immer, die dort in Afrika leben. Und da sehen Sie eben hier, dass quasi ein Anteil von C4-Pflanzen, also von Gras, gefressen, den wir gemessen haben in der Isotopenanalyse. Und das sind quasi die Anteile, die man beobachtet hat, einfach durch Geländebeobachtungen. Und man guckt hat, wer hat was gefressen und wie viel. Und Sie sehen, das passt eigentlich recht gut. Beobachtung und gemessene Kohlenstoffdruck-Signatur charakterisiert jetzt hier unsere Laubfresser. Und hier oben liegen unsere Grasfresser. Hier zwischen, das wären Mischkostenfresser, die mal Gras, mal Laubfressen. Hier gibt es gar nicht so viele. Das sind sozusagen die Spezialisten. Insofern passt das recht gut mit dieser Methode, kann man das machen. Das ist schön, aber das funktioniert natürlich auch nur, wenn solche Gräser in ausreichender Zahl und großer Menge vorhanden sind. Und diese Gräser, die großen Graslandschaften, die wir kennen, die haben sich das so ungefähr 7 bis 8 Millionen Jahre entwickelt. Das heißt, zur Zeit von Messel, vor 47 Millionen Jahren, da gab es diese Signatur noch gar nicht. Und da können wir die eigentlich auch nicht erwarten. Das zum Kohlenstoff, vielleicht noch ganz die Daten für Messel, da habe ich mich immer vorher mit Sauerstoff kurz vorstellen, weil ich auch ein paar Beispiele. Die habe ich dort auch gemessen. Sauerstoff kennen Sie als vielleicht Klimaproxy. Sie kennen die Eiskerne von Grönland und dass man da das Klima daraus ablesen kann. Und womit man das macht, ist genau das. Man guckt auf das 18 zu 16 hohe Sauerstoff-Isotopenverhältnis, was wiederum als Delta-Wert ausgedrückt wird. Und dieser Wert, der verändert sich in Abhängigkeit von der Temperatur, bei der Schnee in Grönland fällt oder hier unter Regen fällt. Und deswegen kann man es als Temperatur bzw. Klimaproxy dann nutzen. Natürlich lernen Sie auch etwas über Sommer, Winter, da ändert sich ja auch die Lufttemperatur, da ändert sich auch der Niederschlag. Also können auch was über die Saisonalität aussagen. Und weil es ja temperaturabhängig sich verändert, das Sauerstoff-Isotopenverhältnis, können Sie auch über die Körpertemperatur von Organismen, die kleinen Physiologie aussagen. Da möchte ich noch gerne machen. Wie kann das funktionieren? Nun ist es so, Sie haben das Körperwasser, das Blut, aus dem mineralisieren Knochen und Zahn, als Biominerale sozusagen. Und das passiert natürlich bei uns Säugetieren, bei konstanter Körpertemperatur, also bei uns der 37 Grad im Durchschnitt. Und das ist sozusagen gut, weil natürlich dieser temperaturabhängige Effekt im Körper eines Säugetiers konstant ist. Das heißt, was im Blut ist, wird mit einem gewissen Faktor, Unterschied sozusagen, in Knochen oder Zahn eingelagert. Und das Blut, das Körperwasser, wird natürlich wiederum bestimmt durch das aufgenommene Wasser. Es kommt überwiegend aus dem Trinkwasser. Es gibt aber auch einige Tiere, die natürlich überwiegend was aus der Nahrung ziehen. Da muss man mal aufpassen, weil die Tiere, die viel trinken, deren Körperwasser dabei ist ein Spiegelbild dessen, was das Tier überwiegend trinkt, von der Sauerstoffsituation. Also das Rohrwasser. Und dann gibt es auch den Fluss auf dem Tier hinaus. Das ist alles komplex. Also sozusagen, es geht was rein, es geht was raus, aber es bleibt im Schnitt das zurück, was überwiegend getrunken wurde. Und was überwiegend getrunken wurde, kommt natürlich aus Oberflächenwasser, das kommt überwiegend aus dem Niederschlag. Und da spielt eben bei der Niederschlagbildung eine Rolle, wie ist denn die Lufttemperatur, wenn es regnet. Und das ist genau das, was dann zum Beispiel im Eiskern von Grönland aufgezeichnet wird, im wahrsten Sinne des Wortes eingefroren wird. Da wird nämlich der Niederschlag direkt als Eis gefroren. Unser Archiv funktioniert anders. Wir brauchen natürlich, dass das Oberflächenwasser trinkt, was bei einer bestimmten Lufttemperatur niedergelegt ist und dann eben in Knochen oder Zahn eingelagert ist. Und das ist eine lange, komplizierte Kreiskette, wie Sie sehen, aber man kann da letztendlich auch Richtung Lufttemperatur
als Klimaproxy so aus einem Säugetier extrapolieren, weil hier die Körpertemperatur konstant ist. Insofern der Faktor Temperatur hier keine Rolle spielt, aber diese Temperaturänderung, die dann 18 Uhr hier ändert, da ändert, da wird auch da eingebaut. Das kann man demonstrieren. Das kann natürlich wieder auch kompliziert werden, wenn man mal eben so eine Verdunstung hat in trockenen Zonen, die dann diesen Wert abweichen von diesen Werten verändern. Oder man kann eben so flüssig Schmelzwasser wie den Rhein, die alte Schmelzwasser zuführen und hier auch so etwas trinken, dann ist das Wasser natürlich das Niederschlagswasser. Das muss man wieder aufbehalten. Also insofern ist es ganz kompliziert, aber die Idee ist eigentlich, dass die Temperaturinformationen hier im Appetit von Säugetieren, warmblütigen Tieren eingelagert werden kann. Gut, dann kommen wir zu den Daten selbst. Hier haben wir beides aufgetragen in einem Diagramm, erstmal noch kein beides aufgetragen, also hier die Kohlenstoff ist hier auf der X-Achse und auf der Y-Achse die Sauerstoff. Und das sind unsere Urfährchen aus Messeln und das sind die drei Zahnschmelzproben. Man sieht, dass die eine gewisse Wolke, eine Datenpunktwolke in dem Diagramm bilden. Und was schön ist, dass sie eben in dem Wertebereich des Kohlenstoffes drucken sie natürlich uns ein Nahrungssignal liefert liegen, wie man es für einzelne drei Pflanzenfresser erwarten würde. Das hat hier vorher gezeigt, das wäre ein Laubfresser, das passt. Urfährchen hatten wir auch Markeninhalte, da hatten wir überwiegend Laub, aber auch Früchte, Blüten und anderes drin gefunden. Also insofern bestätigen, wenn noch was bekannt war, das ist gut, weil es heißt, was wir hier messen, ist wahrscheinlich richtig, weil wenn wir jetzt nicht in diesem Feld liegen würden, dann haben wir ein Problem. Entweder hätte dieses Urfährchen noch was anderes gegessen oder es wäre verändert worden bei der Fossilisation. Das scheint hier nicht der Fall zu sein, auch wenn wir hier im oberen Bereich von diesem Feld liegen, ist das noch ziemlich original, wie es aussieht. Und das ist das erwartete Signal, weil wir kein Grasfresser-Signal messen. Das würde hier liegen, das gab es damals noch nicht Gras. Dann gibt es aber doch ein paar Punkte, die da liegen, nämlich diese hier, da wo eigentlich vielleicht Grasfresser-Signale liegen würden. Vom gleichen Zahn. Das Zahnbein, also das Gewebe, was unter der Zahnbein ist, unter dem Schmelz, was ähnlich ist wie Knochen, was anfällig ist für Veränderungen. Und eigentlich ursprünglich muss dieser Wert eigentlich genauso auch hier liegen. Das heißt, hier etwas passiert. So über den Zahn, also bei den Zahn sind die Zahnbein, das Dentingewebe ist verändert worden durch Fossilisationsprozesse. Und zwar deutlich verändert worden. Und das ist wiederum schlecht dafür, aber wiederum auch gut, weil das heißt, der Zahn schmelzt, sagt eben genau noch das, was zu erwarten ist. Und das Zahnbein vom gleichen Zahn nicht. Und das bestätigt, in der Schmelz ist sehr gut erhalten. Warum diese Werte so stark verändert sind, sieht man hier, dass nämlich Proben von Mineralen, im Eisenkarbonatmineral, also der Ritt, was gebildet wurde, im sauerstofffreien Bodenwasser des Messelsees. Dadurch, dass Ethan unter solchen Bedingungen entsteht, wenn kein Sauerstoff vorhanden ist, und dieses Ethan entgast aus dem Messelsee und nimmt die leichten Kohlenstoffisotope mit. Und deswegen wird dieser Wert von negativen zu positiven Werten verschoben, weil der schwere Kohlenstoff zurückbleibt. Der hat es hier verändert. Und sozusagen diese Minerale spiegelt ungefähr das wieder, was eingelagert wurde bei der Fossilisation. Und diese Gewebeproben hier von den Dentin sind verändert worden. Und das liegt auch im ähnlichen Bereich wie aquatische Wirbeltiere. Wir haben ein Krokodil oder eben auch eine Wasserschildkröte oder eben auch Fische. Und wir sehen, dass die Tiere, die im Seewasser selber leben, generell auch viel höhere Kohlenstoff, der bereits in C-Werte zeigen und auch im Sauerstoff dieser Y-Achse zu höheren Werten verschoben sind. Und insofern, das spiegelt dann auch wieder, dass wir ökologische Unterschiede mit den aquatischen sich von den terrestrischen auch unterscheiden. Das ist auch gut. Das spricht dafür, dass auch dort noch eine gewisse Erhaltung da ist von den ursprünglichen Signalen, wenn auch die hier wahrscheinlich sehr schön von den Prozessen beeinflusst. Das sind noch Propolyten, also das ist ein großes Krokodil, ein Schleimhaus. Und das sind ja eben phosphatische Minerale, die dann erst im Sediment selber gebildet werden. Und insofern da wird das liegen, was wir sozusagen verändern durch Fossilisation. Und das zeigt, dass wir noch hier im Zahnschmelz zumindest die originale Isotopeninformation gespeichert haben. Das ist sehr, sehr schön. Dann kann man nämlich diese Isotopeninformation nutzen, nämlich den Sauerstoff, und konkret eben von dem Phosphatanteil, den kann man nutzen, als, hatte ich ja schon kurz gesagt, als Indiz, um das Trinkwasser zu bekommen. Sauerstoff des Trinkwassers. Dafür braucht man rezente Kalibration von heutigen Pferden, von heutigen Krokodilen und Schildkröten, wo man einfach Wasser und den Knochenappetit oder Zahnappetit gemessen hat. Und mit diesen Kalibrationen kann man dann die Werte, die man in den fossilen Proben, die man Urpferdchen misst, nutzen, um dann mit dieser Kalibration hier zurückzurechnen, welches Wasser das Tier getrunken hat zu den Zeiten
Und das gleiche gilt auch für die aquatische Schildkröte. Und das ist dann sozusagen der Wasserwert des Sees, das besser sieht, wie diese Schildkröte gebildet hat. Interessanterweise ist da eine Diskrepanz, die darauf hindeuten könnte, dass das Seewasser offensichtlich durch Verdunstungsprozesse vielleicht angereichert war und nicht den normalen Niederschlagswasser entsprochen hat. Und das würde dann aber bedeuten, dass die Urfläche gar nicht so viel Wasser aus dem See selbst getrunken hat. Was erstmal paradox scheint, andererseits, wenn man berücksichtigt, dass die Uferzone vielleicht steil war, nicht gut zugänglich war und Schildkröte dazwischen lag, war es vielleicht opportuner, andere für Wasserquellen zu nutzen als den Messgerät. Aber das sind nur sehr vorläufige Daten, da muss man noch mal drüber analysieren. Was der Zwischenstand bisher ist, ist einmal, dass das Urfährchen eben Niederschlagswasser mit dieser Sorte getrunken hat. Daraus lässt sich, wie ja im Diagramm vorher erläutert, eine Mean Annual Temperature, also eine durchschnittliche Lufttemperatur, abschätzen, weil eben dieser Wert abhängig ist von der Temperatur, bei der der Niederschlag sozusagen Sauerstoff in das Wassermolekül bringt, was dann abregnet. Insofern können wir daraus eine Lufttemperatur rekonstruieren, die relativ niedrig ist. Gut, heute haben wir 8 bis 9 Grad zum Beispiel hier in Zürich, also es ist natürlich deutlich wärmer zu der Zeit vor 47 Millionen Jahren, aber eigentlich eher noch ein bisschen am kühleren Ende von dem, was Pflanzen, fossile Pflanzen und andere Indikatoren geben. Warum das so ist, weiß ich noch nicht so gut, da bin ich noch dabei, das herauszufinden. Das Seewasser war offensichtlich angereicherter, war also sozusagen verändert im Sauerstoff-Isotopen-Verhältnis im Vergleich zum Niederschlag, was bei einer langen Zeit, die über Jahrhunderttausende existiert, auch gar nicht so verwunderlich ist. Und wenn wir aber diesen Seewasserwert nutzen und dann letztendlich die Temperatur aus Krokodilzähnen bzw. aus Fischzähnen berechnen, dann kommen wir auf eher realistische 23 Grad. Das sind auch die Daten, die aus anderen Temperaturabschätzungen her resultieren. Und da gibt es dann eine Diskrepanz, weil das sollte eigentlich beides ungefähr gleich sein. Das war nicht mit Fossilisationsprozesse, um dieser Unterschied hier zu erklären, das habe ich ja gezeigt, weil ich Zahnschmelzproben vom Urfährchen dann sehen kann. Also muss ich da ein paar überlegen, ob meine Kalibrationsgleichung, die ich hier genutzt habe, vielleicht nicht adäquat ist für den Zeitraum von 50 Millionen Jahren. Aber diese Temperaturen, das sind realistische Temperaturen für so ein topologisches Paraprobis, wie man dies damals in Messel beherrschen. Gut, dann war die Frage noch, okay, wenn der Zahnschmelz der Urfährchen so gut gehalten ist, dann kann man auch sicher auch was lernen über den Aufenthaltsort, nämlich über diese 87, 86 Sponsendistrophsignaturen. Ich habe gesagt, das ist ein Fingerabdruck, so können Sie es vorstellen, wir haben hier zwei Gesteine, wir haben den Kalkstein und den Tonstein und die unterscheiden sich aufgrund ihres geologischen Alters und ihrer Gesteinszusammensetzung in diesem 87, 86 Verhältnis. Und je nachdem, auf welchem Untergrund das Urfährtchen überwiegend seine Pflanzen frisst, baut es diese oder diese Sponsendistrophsignatur ein. Und dann können Sie zuordnen, okay, das Urfährtchen wird überwiegend auf den Kalk oder auf den Tourstein zum Beispiel gelegt. Das ist so ein Fingerabdruck, den man dann nutzen kann, ein geochemischer Fingerabdruck. Und wenn man jetzt die geologische Karte von Messel sich anschaut, dann hat man hier diesen Sprengfinger Horst. Und in diesen braunen Farben, das sind permische Gesteine, also die 52 Millionen Jahre alte. Vulkanite, also magmatische Gesteine oder auch Sedimente, Rotsedimente, die dann dort die Umgebung von Messel bilden und Messel selbst ist ja hier. Und die gelben Farben sind tertiäre Ablagerungen, also die Seesedimente, die sind Nahseen, die jetzt noch einmal dort auch nicht vorkommen. Und irgendwo hier in diesem Umfeld, da hat das Urfährchen gelebt. Und die Frage war immer, wo? Vielleicht hat es ja eben, sagen wir mal, zu der Zeit auch noch vulkanische Ablagerungen von Samar-Explosionen gegeben, basaltische Tuffe oder anderes. Und da war die Frage, ja okay, gucken wir doch mal an, auf welchem Substrat das Urfährchen gelegt hat. Dafür habe ich dann erstmal natürlich verschiedene Gesteine gemessen, die aufgetragen sind, was wir schon kennen, die gleiche Angst wie vorhin, die Kohlenstoffdistribution, oder hier das Neue ist eben das 87-86 Sponsenverhältnis. Was sagt einem das? Es sagt einem, wenn die Werte hoch sind, dass wir auf alten Krustengesteinen, die im Jahr hunderte Millionen Jahre alt sind, und wenn wir unten zu niedrigen Werten gehen, dann sind wir eher auf Gesteinen wie Basalt, die frisch aus Mantelschmelzen sozusagen entstanden sind. Und in diesem Rahmen bewegen wir uns so. Diese Farbbalken hier kennzeichnen die, was ich direkt gemessen habe. Das wäre ein Basalt im Umfeld von Messel, das wäre der Ölschiefer, in dem die Fossilien vorkommen, das wären Seesedimente, aber nicht die Ölschiefer, sondern es gibt auch einige Sedimente, wo einfach abgetragener Detritus eingetragen ist, der wenig Organik enthält. Die findet man auch in den Messelschichten. Und dann gibt es hier diese thermische Gestein, die eben so 50 Millionen Jahre oder älter sind, Sedimente oder die vulkanische Gesteine alte. Da in dem Bereich hätten wir sozusagen die möglichen Habitatsubstrate
der Untergrund, auf dem das durchflächige Blatt Nahrung aufnehmen können. Die Proben stammen aus der Forschungsbohrung Messe, die da abgeteuert wurden, die bitte Kastenzeit des Handels und alles Proben aus der Forschungsbohrung von Messe. Und ja, jetzt gucken wir mal an, wo liegen denn die Wurfhärchen? Die meisten liegen hier im Bereich der Seesegmente, aber nicht vom Rückschiefer und auch nicht von den Masai. Gucken wir uns jetzt aber wieder das Zahnbein an, also das Dentin von einem Zahn, und ich vergesse hier, dann sehen wir, ups, da ist auch eine ganze Menge passiert. Nicht nur im Kohlenstoff, das habe ich vorher gesehen, wie es Druckfeld ist, sondern auch das Strotzen, wie es Druckfeld ist, hier Richtung Basalt, sage ich mal, oder den Rückschiefer, der das Matrixgestein, wo die ganzen Messefossilien liegen, verändert wurde. Und das heißt, wiederum, Zahnschmelz ist hier nicht deutlich verändert worden, aber das Zahnbein, das heißt, diese Signaturen sind wahrscheinlich nahegehend auch noch. Original, das heißt, das Urfeld hat entweder auf diesem Material der Landoberfläche, was die Seesedimente geschüttet hat, außer vielleicht dieses, was eben eher am Ölschiefer liegt, aber eben im Kohlenstoff zu stark verändert. So, das heißt, überwiegend haben die auf solchen Substrat gelegt, die eben diese Seesedimente hervorgerufen haben, und nicht auf basaltischem Material, was damals vielleicht ganz früh nach dem Ausbruch dieser Maleruption auf die Landoberfläche gebildet hat. Das ist ein Krater bei der Tuff. Aber der scheint eben weg gewesen zu sein zu der Zeit, wo die Urwerte angelegt haben. Hier sieht man nochmal die aquatischen Tiere, eben die Schildkröten, Fische und so weiter, die liegen alle auch da, wo der Rückschiefer liegt. Also das wäre sozusagen das Signal, was man im Sport zu erwarten würde, im Messelsee. Aber man sieht, die Urwerte zeigen das nicht. Die haben ja auch nicht im Messelsee gelegt, sondern die haben im Umfeld gelegt. Wahrscheinlich haben diese Gesteinsmaterial, was die Seesedimente geschüttet hat. Und dann sehen Sie hier noch weitere Phasen. Das sind Minerale, die im Messe-Ölschiefer sich neu gebildet haben. Und auch die haben natürlich die gleichen Strontiumsdruckverhältnisse. Wie dann wahrscheinlich das Seewasser zu der Zeit, was dann auch die Wirbeltiere im See selber gelegt haben, aufgezeigt hat. Gut, also das heißt letztendlich auch, der Zahnschmelz ist bezogen auf Strontiumsdruckensignaturen gut erhalten und wahrscheinlich eben zeigt, dass die Urfeld eher was auch naheliegend ist, weil das meiste Umfeld wird unter diesen thermischen Gesteinen gebildet, die natürlich den Erosionsschutt hier als Seesegmente in den See schütten. Geliefert haben. Genau. Gut, also das heißt letztendlich auf Messe bezogen haben wir Zahnschmelz sehr gut erhalten. Das können wir auch exzeptionell gut zeigen, aufgrund dieser drei Isotopensysteme, Kohlenstoff, Sauerstoff, Phosphor, die eben im Schmelz noch die nahezu Originale zu Lebzeiten eingebaut ist, und sie dann kurz zeigen, während das Zahnbein eben eindeutig verändert. Das kann man da sehr schön zeigen. Warum? Weil eben das durch Phosphorylation eingebaute Signal so viel anders ist, als das zu leben, sagt man eigentlich. Damit können wir dann halt über den Urfährtchen auch Rekonstruktion von Nahrung, Wasser und eben in dem Fall geologischen Untergrund, Habitat vornehmen. Und das ist natürlich vielversprechend, das wird natürlich nicht nur von Messelzahnschmelz funktionieren, von Urfährtchen, sondern auch von anderen Tieren. Das möchte ich in Zukunft gerne machen. Da möchte ich nämlich gerne analysieren, was denn andere Tiere noch gegessen haben und wo sie dann sich im Messelökosystem bewegt haben. Von den Sauerstoffisotopen im Verhältnis kann man dann eben Temperaturen so 16 bis 23 Grad, er ist jetzt noch abzudenken, rekonstruieren. Man kann auch sagen, dass wahrscheinlich dieser Kraterball, das ist ein Eruptionsmaterial, das ist eine Naheruption, wahrscheinlich zu der Zeit auch nicht mehr existent war, aber zumindest nicht in dem Raum der Urfährtchen dargestellt wird. Genau, insofern, Perspektive nach der ersten Pilotstudie ist auf jeden Fall, Messe ist sehr gut geeignet, um biochemische Analysen an Zahnschmelz durchzuführen, um dann eben dieses Messe-Ökosystem besser zu verstehen und neue Einrichtungen über dieses Programm gewinnen. So, wie bin ich denn in der Zeit? Oh, schon weit fortgeschritten. Gut, dann werde ich nur noch kurz dieses Beispiel präsentieren, beziehungsweise lasse Ihnen die Wahl dieses oder lieber die Dinosaurier-Karte. Machen wir die Dinos, ne? Oder? Gut, dann gehe ich mal kurz durch den Bereich durch und dann machen wir die Dinosaurier-Karte. Und noch als letztes Schmankerl. An einem heißen Tag wie dem heutigen ist die Frage, sind wir warmblütig oder kaltblütig? Unsere Frage ist hier beantwortet, wir sind warmblütig. Aber wie sieht es denn mit den Kandidaten aus, die da hinten stehen? Sind die wirklich warmblütig oder nicht? Das kann man mit einem neuen chemischen Thermometer, was die Kollegen von Kaltig in den USA entwickelt haben, rekonstruieren. Nennt sich Klammheißdruckthermometer, hört sich ein bisschen komisch an, aber was da sich hinter versteckt, ist in dieser alten Grafik dargestellt. Ich hatte ja gezeigt, sie nehmen Kohlenstoff in der Nahrung auf. Ein kleiner Anteil wird eben auch als Carbonat in diesen Calciumphosphat-Apatit-Mineral eingelagert. Das heißt, sie haben auch Nahrungskohlenstoff da drin.
In diesem Carbonat haben Sie natürlich Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindung. Und ich hatte ja gesagt, es gibt verschiedene Isotope, 12C, 13C, 16O, 18O. Und diese beiden schweren, 13C und 18O, das sind die seltenen Isotope. Die treten sehr selten auf. Noch seltener tritt natürlich so eine Verbindung zwischen zwei solchen seltenen Isotopen auf. Die Kollegen konnten aber zeigen, dass die Häufigkeit, wie oft so eine seltene 13C, 18O-Bindung auftritt, die abhängig ist von der Temperatur der Mineralisation eines Carbonatminerals oder in dem Fall des carbonathaltigen Zahnschmelzes. Ja, das heißt, messen Sie mehr von diesen 13-18-O-Verbindungen im Massenspektrometer, dann war es kühler, als sich der Zahn gebildet hat, und messen Sie mehr oder weniger davon, dann war es wärmer. Das kann man sich dann nutzen, um die Körpertemperatur zu rekonstruieren. Da springe ich jetzt mal rüber. Das zeigt das Gleiche eigentlich quasi normal. Also Sie können das eben als Carbonatanteil, der in diesem Biomineral des Zahnschmelzes drin sitzt, ungefähr 5%. Und davon ist nur ein ganz, ganz kleiner Anteil in diese seltenen Verbindungen 13C18O. Das ist das nächste. Sie können es mit richtigen, guten Massenspektrometern präzise messen und darüber eben dann Temperaturinformationen ablesen. Um das zu tun, müssen Sie es natürlich rezent testen. Da haben wir Elefanten genommen, Renault-Sauers, Krokodile und Haie, deren Körpertemperatur gemessen und bekannt war. Und dann gibt es diesen Delta-47-Wert, der eben das Maß für diese Häufigkeit in diesen 13C18O-Bindungen ist. Und das funktioniert recht gut und zeigt eben, dass Sie kaltblütige Tiere von warmblütigen Tieren unterscheiden können. Und dabei sind die Frage, okay, wo liegen jetzt unsere Dinosaurier? Eher hier unten oder eher hier oben bei den kaltblütigen Tieren? Genau, das heißt, dieses Thermometer funktioniert in der Präzision von ungefähr plus und minus 2 Grad. Das hört sich sehr präzise an, aber es reicht, um den Unterschied zwischen so einem kaltblütigen Tier und einem warmblütigen Tier zu bestimmen. Das haben wir dann gemacht. Das sind quasi die Temperaturen, die wir abgeleitet haben. Und Sie sehen hier in Rot, das sind alles die modernen Tiere, die kaltblütigen Tiere, die warmblütigen Tiere. Und Sie sehen beim Mammut, jetzt nicht von Niederlingen, aber von einem anderen aus der Nordsee und aus dem Rheinschock an, da sehen Sie, okay, wir führen die gleiche Temperatur für so einen pleistozänen fossilen Elefanten. Und für einen fossilen Alligator aus dem Miozän vor 13 Millionen Jahren ungefähr haben wir auch, sagen wir mal, eine Temperatur, die ein bisschen höher ist als ein rezenten Alligator, aber da war es ein bisschen wärmer im Vorjahr gesehen und das Renault-Sauers hat die gleiche Temperatur wie heute ist. Also erhält sich diese chemische Information auch über ein paar Millionen Jahre und wir können sozusagen die ehemalige Körpertemperatur, zumindest von ausgestorbenen Säugetieren oder von so einem Krokodil, mit dieser Methode rekonstruieren. Das war sozusagen der erste Test, der dann eben letztendlich das vermeidet, nämlich dass man, wir haben ja keine Zeitmaschine, wir können nicht zurückfliegen, aber wir können diesen chemischen Thermometer als Stellvertreter einer solchen Messung indirekt machen, nämlich letztendlich mit einem Isotop-Thermometer im Zahnschmelz, hier in dem Fall im Camarasaurus-Zahn von IT, aus dem Sauerhaus im Ahrtal, wurde das dann eben auch gemacht, wie wir netterweise für die Situation zur Verfügung gestellt bekommen haben, eine Körpertemperatur zu bestimmen. Von solchen Gedanken, großen Sauropoden, die wir kennen, wir haben dabei auch den Sensor Argentinien, der einer der größten sein soll, die haben alle eine Bauplanung, sind Giganten der Zeit, die größten Landwirbeltiere, bis 80 Tonnen schwer, alle mit diesen langen Hälften und Schwänzen, waren alle Pflanzenfresser, sind auch ein Teil der Kreditation ganz ausgestorben. Und die Frage ist, wie waren die denn? Da gibt es verschiedene Indizien, die man schon kennt, die man kurz aufliste, denn man weiß schon, aufgrund der Mikrostruktur, dass sie schnell gewachsen sind. Man weiß aufgrund der Jahresringe, dass sie in einer Dekade oder sagen wir mal, im Zeitraum, wie wir auch Pubertät haben, auch erwachsen werden, solche Dinosaurier, wenn man die Jahresringe auszählt. Das deutet auch auf eine hohe Wachstumsrate hin und damit möglicherweise auch auf eine hohe Körpertemperatur. Aber das ist nicht ganz eindeutig. Es gab auch schon Sauerstoffisotopanalysen, die diese Richtung erste Indizien geliefert haben. Und wir wollten natürlich direkt versuchen, mal zu messen, wie warm war denn die Körpertemperatur von so einem Sauropod mit diesem neuen chemischen Flammenkreisotop-Thermometer. Dazu haben wir einmal eben, das machen wir aus dem Ahrtal-Museum, hier eben das IT-Skelett, der formidable Schädel mit ganzen Zähnen, von dem wir natürlich keine Probe genommen haben, aber nicht nur den wollten. Es gab einen Einzelzahn, diesen hier nämlich, der eben vermutlich zuzuordnen ist. Den haben wir analysiert. Und wir haben auch von den Kollegen aus Berlin, vom Naturkundemuseum, vom größten, komplettesten Dinosaurier-Skelett, den größten, alles Superlative, die dafür zutreffen, dieser Brachiosaurus oder eine neue Nomenklatur, der Afrikaner Krankheit. Da haben wir auch einen.
Einsetzungen bekommen, wie sie hier zum Beispiel. Und auch die benutzt, um mit mechanischen Parameter eine Temperaturanalyse vorzunehmen. Dazu muss man relativ viel Material abfräsen. Da bin ich hier gerade am Werk und diese ganze Fläche hier, die man hier sieht, die habe ich dann quasi nutzen müssen, um eben über Milligramm, 10 Gramm von Zahnschmelz abzufräsen, weil diese Methode halt, weil so wenig von diesen Isotopenverbindungen da drin ist, braucht man sehr viel Material. Das ist der große Nachteil der Methode. Sie ist so sehr destruktiv und ich brauche eine ganze Menge Material. Aber mit diesem Material, bei den 10 ging es, da war auch da. Und was wir dann herausgefunden haben, ist das, und das sieht man hier, wir haben eigentlich solche hier eben die Körpertemperatur bekommen. Einmal für diese Camarasaurus aus der Morrison-Formation in den USA, bei der Oberjura, ungefähr 50 Millionen Jahre alt, aber auch in den Brachiosaurus aus der Oberjura aus Ostafrika, Tansania, da haben wir eben auch so eine Temperatur bekommen wie hier. Einmal für 14 in der Analyse, einmal für 13, die wir analysiert haben. Also das spricht zumindest dafür, dass sie eine hohe, gleich warme Temperatur hatten, ob sie jetzt wirklich endotherm waren, oder sprich durch Nahrungsverstoffwechselung, konstant eine hohe Temperatur hatten, drin aufgrund ihrer großen Körpermasse. Das können wir nicht eindeutig sagen. Wir können nur sagen, was war die Temperatur, bei der Zahn von diesen beiden Dinosauriern jeweils gebildet worden ist. Und um das noch weiter anzugucken, haben wir dann hier noch eine sehr komplizierte Grafik, aber die will ich auch mal noch als letztes näher bringen, haben wir noch Eischalen analysiert und verglichen mit heutigen gemessenen Tiertemperaturen. Sie sehen hier eben in Rot, das sind alles rezent heutige Säugetiere, schöne Vögel, die haben alle noch Fieber, die haben weit über 40 Grad Körpertemperatur. Das sind heutige Säugetiere. Das Ganze ist hier aufgetragen in die Körpermasse, die rot falsch sein. Als Mensch irgendwo wahrscheinlich hier in der Körpermasse. Und dann sehen Sie hier die Reptildaten, das sind die offenen Augen. Und die zeigen eben, okay, die Temperatur der Reptilien ist viel niedriger im Durchschnitt, klar, weil sie nicht warmblütig sind. Und sie ist variabel, diese grauen Balken zeigen Minimum, Maximum, während wir hier bei der konstanten Temperatur haben. Und dann sehen Sie hier die dickfarbigen Datenpunkte, das sind also unsere Messungen. Einmal von den rezenten Tieren, die wir schon gesehen haben, mit Orange, beziehungsweise mit Mammut. Und dann sehen Sie hier die Dinosaurier, die beide, der Brachiosaurus und der Camarasaurus, die haben hier so 37, 38 Grad. Und dann gibt es eben auch Eischalendaten, beziehungsweise Proviraptor. Da haben wir eben auch Eischalen gemessen, weil die werden ja bei Körperkerntemperatur gebildet. Und siehe da, der hat nur 32 Grad. Ich sehe eher so im Bereich noch von den Reptildaten. Heißt, Dinosaurier sind nicht alle gleich. Das ist ja auch eindeutig, die sind nicht nur unterschiedlich groß, sondern sie haben auch unterschiedliche Körpertemperaturen und wahrscheinlich unterschiedliche Thermoregulationsstrategien. Wenn aber so ein kleines Tier jetzt hier oben liegen würde, wie es hier sozusagen rezente Vögel tun, das sind Eischalen von rezenten Vögeln, dann hätten wir ein eindeutiges Indiz, weil wenn ein kleines Tier eine hohe Körpertemperatur hat, kann es die nur haben, wenn es warm wird. Und eben Nahrung verbrennt und seine Temperatur konstant hoch. Da sind wir noch dran, das sind natürlich noch nicht produzierte Ergebnisse, und die zeigen eben, dass eben auf jeden Fall die Sauerbogen, dass sie schon produziert 36 bis 38 Grad haben, sonst diese beiden andere eben durchaus niedrige Körpertemperaturen haben. Da werden auch wieder Daten generiert und das ist eben ein tolles Parameter, was dann eben zeigen kann, wie warm sozusagen ein Tier seine Körpertemperatur hat. Gut, dann kann man natürlich noch kleine Sauropoden analysieren, das ist der nächste Schritt, den ist dann Europasaurus, den ich im Maßstab angehe, das sind sehr klein. Und wenn die auch so warme Temperaturen zeigen wie die großen Schwestern, wie der Brachiosaurus zum Beispiel, dann hätte man einen Indiz für Warmmüdigkeit. Da sind wir dran mit den Kollegen und werden im Vergleich dazu auch Krokodile und Fische aus der Fundstelle analysieren, haben da quasi definitive kaltblütige Tiere und können dann mit dem Europasaurus vergleichen. Aber das ist noch Work in Progress. Gut, das heißt, ich konnte Ihnen damit zeigen, wir können Temperaturgradientieren mit diesem neuen chemischen Klangkreisdruckthermometer messen, auf ungefähr plus minus 2 Grad genau, das funktioniert bei rezenten Tieren, als auch bei fossilen, sage ich mal, Säugetieren, aber auch bei gut erhaltenen Proben, das muss man testen, das habe ich jetzt überschlagen, aber das muss man testen, kann man testen, bei gut erhaltenen Dinosaurierfossilien. Da haben wir eben bei den beiden großen Dinosauriern, den Sauropoden, eben säugetierähnliche Temperaturen gefunden und bei dem Proviraptor eher tierähnliche Temperaturen gefunden. 32 Grad. Und letztendlich kann man diese Proxy nutzen, um alle Körpertemperaturen ausgestorbener Wirbeltiere zu rekonstruieren und möglicherweise sogar die Reduktion der Warmmüdigkeit, wobei das Problem ist, man braucht viel Material, das ist destruktiv, wie bei einer ganz rückgängigen Geschichte des Bewegungs, die hat man, das sind kleine Organismen, das limitiert die Methode leider. Aber man kann es trotzdem nutzen und es gibt spannende mögliche Ergebnisse. Und insgesamt, das letzte Folie noch Ihnen zeigen zu können, dass eben die Isotopenanalyse ja, starkes Werkzeug ist, mit dem wir eben sehr viele Parameter, entweder direkt wie die Physiologie, Körpertemperatur oder eben auch die Umwelt- und Lebensbedingungen wie die Nahrung, Lebensraum,
oder auch das Wasser, das die Tiere getrunken haben, zu rekonstruieren. Und diese Methoden sind natürlich nicht nur einsetzbar für Dinosaurier, sind für Menschen einsetzbar, für andere, alle Wirbeltiere letztendlich kann man diese Methoden übertragen und in der Erdgeschichte zu anwenden, wobei man natürlich immer noch Auge haben muss, was ist noch original erhalten. Bei Messel habe ich euch schon zeigen können, dass man das zeigen kann. Das funktioniert immer so gut, aber da muss man immer genau hingucken, was messe ich, ist das noch original oder nicht. Nur dann kann ich auch wirklich die Lebensbedingungen von diesen ausgestorbenen Tieren rekonstruieren. Gut, damit möchte ich mich bedanken, einmal bei Ihnen natürlich, dass ich leider etwas überzogen habe, und bei den ganzen Mitarbeitern und Kollegen, die natürlich Material zur Verfügung stellen, Know-how, Analysetechnik, allein kann ich das jedenfalls gar nicht leisten, was ich hier präsentiert habe, bei einem Kurzabriss von Ihrer Antwort. Dankeschön. Ja, sicher haben Sie Fragen. Ja, wir beginnen. Ja. Ganz komisch. Jetzt gleich die meisten Leute unter, wie heißt das, mit Siderknochen zersetzt. Was der Fokus. Ja, und hat das nicht auch mit der Umwelt? Insofern, wenn Sie jetzt gestorben haben, können Sie das ein bisschen rauszögern und reduzieren, aber letztendlich ist das einfach von der Biologie, sprich von den Genen vorgegeben, dass man einfach mit dem Alter abmacht. Weil wir leben heute viel länger, als wir können so lange leben, aber früher sind wir gefressen worden oder früher gestorben und insofern sind wir in diese Osteoporose-Thematik ja erst mit der Zivilisation in unserer langen Lebensspanne reingekommen. Also in der Neandertaler gehört, den wir zu selten haben. Das hat nichts mit dem Wasser oder mit der Umwelt. Nein, nicht, dass ich wüsste. Da ist mir nichts bekannt. Also im Sinne von gut oder schlecht ernährt oder so, da gibt es, glaube ich, nicht ein. Also wichtig ist, also Leistungssportler haben sowieso mehr Knochenmasse, 30%, können es oder 15-20% sein. Und das heißt auch, als alter Mensch nochmal später auch vom Sport anfängt, da wird da abgebaut, wo es nicht benötigt wird, und da aufgebaut, wo es benötigt wird. Die Regel gilt immer, ob man wenig hat oder viel, dann muss man halt. Umso älter man ist, umso effizienter seine Knochenmasse verteilen, sprich sich belasten. Der rastet, der rostet, ist da auch wichtig. Also da braucht man nicht nur Muskeln ab, sondern dann auch noch. Danke. Bitte. Diese riesigen Säugier, die haben ja ein wahnsinnig weniges Geld. Ja. Und die sind auf der Erde herumgetrampelt. Und wie schwer ist denn das Knochenskelett im Verhältnis zum Tier? Und warum sind sie eigentlich so groß? Das ist eine abendfüllende Frage, warum sie groß geworden sind. Das war das zentrale Thema dieser Dinosaurierforschung von Martin Sander. Kurze Antwort, verschiedene Faktoren. Sicher effiziente Fortbewegung, eine Vogellunge, die energieeffizient Sauerstoff aus der Luft zieht und dann eine gute hohe metabolische Rate ermöglicht, effiziente Nahrungsaufnahme mit dem Hals, um wenig Energie für die Nahrungsnutzung, man kann den Hals energetisch abgeben, dass man das ganze Tier bewegen muss. All solche Faktoren in der Summe haben das mit verursacht, dass sie so groß geworden sind. Ja, weil danach ist kein Landtier jemals mehr so groß geworden. Und die sind fast etwas mit des Bauplans angestoßen, weil viel mehr als diese 80 Tonnen in einer neuen Rate rekonstruiert wird. Maximale Körpermasse viel größer und schwerer hätten sie aus theoretischen Überlegungen auch nicht unbedingt werden können. Es gab auch andere Überlegungen, wie sowas auch in der Atmosphäre und andere. Das sind alles Faktoren, die nicht so eine Rolle spielen, sondern die internen physiologischen, morphologischen Anpassungen. Das hat sozusagen die Größe dieser Gedanken sozusagen hervorgerufen. Und ja, klar, das waren große Tiere. Man hat auch geguckt, ob das eine spezielle Anpassung ist im Skelett, ob man da Merkmale sieht, das schwere Gewicht. Aber das Baumaterial ist das gleiche wie unser Knochen. Also Baumaterial ist seit 550 Millionen Jahren und wird von verschiedenen kleinen und großen Organismen Nein, die konnten nicht kauen. Sie hatten eine Batteriezähne, das heißt, sie hatten keine Kaufähigkeit, sondern sie hatten spitze, chronische, kegelige Zähne, sie konnten abreißen. Manche Dinosaurier hatten Zahnbatterien, also mehrere Zähne nebeneinander und hatten dadurch die Möglichkeit, in der Oberkreide ein bisschen zu zerkleinern, aber eigentlich Platieren, Reißen, Schlucken. Und dann müssen sie es halt im Magen fermentieren, wie eben vielleicht wieder vorher Bakterien, das weiß man nicht genau. Oder halt eben, sie können Magenmühlen haben, Steine, aber da gab es auch eine Arbeit, die das eher wieder nicht macht, sondern nicht nur Magensteine. Relativ zur Körpermasse gefunden hat, wie es in den Vögeln und anderen Tieren heute prozentual erfolgt. Das heißt, wenn Sie 2% Steine haben von der Körpermasse, bei 80 Tonnen, 2% sind auch natürlich Steine, sind wahrscheinlich gefunden. Wie weit hängt jetzt nach euren Vorstellungen die Körpertemperatur von der Körpermasse ab? Also
eben große Tiere, die Warmblüter und die kleineren Dinos, das sind eher echsenartig. Richtig, aber deswegen habe ich diese Grafik gemacht. Wir hatten eine, die Originalpublikation, und da gab es eine Arbeit, die hat so gelistet, einen Zusammenhang Körperwasserkörpertemperatur. Das sind die realen Daten, rezente Säugetiere, rezente Vögel, und Sie sehen, es ist mehr wie so ein Keil. Ja, je größer die Tiere werden, desto ähnlicher werden sie in der Körpertemperatur, aber es gibt keinen Zusammenhang größer, wärmer. Das war nämlich das, was die Kollegen postuliert hatten. Hier sieht man ihre Tiere, klar, die werden, je größer sie werden, nähern sie sich schon an, aber die immer noch unter den Säugetier- und Vogeldaten. Das heißt, da gibt es einen gewissen Zusammenhang, je größer ich werde, das nennt man Gigantothermie, deswegen reagiere ich natürlich ganz schwer. Wenn ich jetzt einen Dinosaurier ins Kühlhaus stelle, ist der eben bei 0 Grad angekommen, muss. Das dauert einfach, weil bis die Wärme rausgekommen wird. Das geht nicht so schnell. Also das nennt man Gigantothermie. Aber man sieht auch selbst die größten der Tieren, die man hier hat, die sind immer noch. Aber der Zusammenhang Körpergröße und Temperatur ist nicht so klar, aber wir können trotzdem natürlich ganz eindeutig sagen, ob das jetzt wirklich eine Warmblütigkeit ist. Wir können es nur bei den kleinen Tieren sagen, wenn die so eine hohe Körpertemperatur zeigen, dann sagen wir, müssen sie die Energie erzeugt haben, weil sonst würden sie hier unten liegen in der Umgebungstemperatur. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Hier gibt es natürlich noch einen Faktor Umgebungstemperatur. Wenn man Umgebungstemperatur gegen Körpertemperatur bei einem Ventil plottet, dann hat natürlich das Ventil immer die Umgebungstemperatur plus minus. Das kann ein bisschen gegenregulieren, gucken die Tiere jetzt mal im Wasser nachts. Oder gehen an Land die Sonne, um sich aufzuwärmen. Aber letztendlich, die können ja nicht aktiv regulieren, sondern nur durch Verhalten passiv. Und die können nur durch die Nahrungsabwendung, die wir auch konstant Temperatur bekommen. Das wäre für mich ähnlich. Würdest du dann einen T-Rex mit großer Masse, aber doch alle. Haben wir noch nicht gemessen, aber der müsste dann irgendwo. Würde ich mutmaßen. Also ich, das ist noch eine Sache, ich habe noch einen T-Rex an der Restaurant bekommen von Kollegen, also den kann man nochmal, diesen großen Besuch, dann kann man nochmal messen. Dann, bei Theropoden ist es relativ klar, der Fleischfresser nicht nur sauer, das Niveau war, ich war nicht so andere jetzt. Bei den Pflanzenfressern teilweise, aber eben sind es noch die Aufnahmen oder unterschiedlich. Bei den Säugetieren sieht man ja auch, da gibt es ja auch eine große Spannbreite. Thomas? Hast du eine Idee, wie, welche Mechanismen vorhanden waren bei den ganz großen Dinosauriern? Denken wir mal, Außentemperatur 35 Grad Celsius, das Tier läuft, bewegt sich, das kann ja überhitzen. Genau, also das ist natürlich auch eine Hypothese, die da durchaus berechtigterweise postuliert wird. Ja, die haben nicht das Problem, dass sie zu kalt sind, sondern dass sie zu warm sind. Die Idee ist natürlich jetzt, weiß man ja mittlerweile, dass die Hühnchen auch Luftsäcke haben in pneumatisierten Knochen mit Luft. Also haben sie auch eine interne Kühlfläche. Und im Rahmen dieser Saurierforschergruppe, da wird eben auch modelliert, Luft, die man einatmet und ausatmet, welche Temperatur, welche Luftfeuchtigkeit. Und wir entfeuchten unsere Luft und versuchen Wärme und Feuchtigkeit zurückzugewinnen. Man hat jetzt auch lange gesprochen, auch nur trocken. Insofern komme ich da langsam an die Grenzen. Aber letztendlich, man als warmblütiges Tier, wenn man Wärme sehr kostbar nicht verlieren. Entweder hat man Gefieder, um sich zu isolieren, oder man hat solche Mechanismen, um Feuchtigkeit und Wärme zurückzugewinnen, und aber darüber nicht auch die Möglichkeit, Wärme auch abzugeben. Der Elefant hat ja auch seine Ohren, die natürlich da auch in gewisser Thermoregulationsfunktion eingesetzt werden. Beim Mammut sind sie klein, weil sie nicht verlieren will, im kalten Klima, beim Elefant sind sie groß. Also der Saurier hat überhaupt eine Kühlfläche in, also über seine Luftsäcke, dass er darüber die Überhitzung wahrscheinlich vermeiden konnte. Und natürlich die Frage ist, man müsste es modellieren, der hat ja auch einen Blutkreislauf, der hat je nachdem, wo er zirkuliert, vielleicht hat der Elefant gibt es eine Wärmekameraaufnahme, unabhängig von den Ohren, wenn man auf die Seite, auf die Flanke von dem Elefanten guckt, in der Wärmekamera, dann sieht man da Arterien, die dann an die Körperwand rangehen und dann sieht man richtig, wie die Wärme da sozusagen auch abstrahlt. Das heißt, man kann natürlich auch über seinen Blutkreislauf auch Wärme abführen, wenn man sich auch andere solche Ohren oder Kühlflächen hat, oder mit der internen Kühlflächen, das wäre eine Hypothese. Gibt es denn Studien, wie viel so ein Tier trinken musste? Also es gibt diese schöne Allometrie, das ist die Wissenschaft der Extrapolation. Das heißt, man guckt, welche Tiere heute mit welcher Körpergröße was machen. Und da war auch die Frage des Skelettmasse, das ist ungefähr 9% bei uns Menschen. Und diese Zahl ist auch ein kleines oder groß und relativ wenig. Und da kann man solche Dinge extrapolieren. Ich weiß es jetzt nicht genau beim Sauropoden. Aber ich habe eine Schätzung, der Elefant hat 200 Kilo Substanz, Pflanzen, und trinkt einige 10 Liter Wasser. Ich weiß es nicht ganz, aber so in der Größenordnung bestimmt wahrscheinlich nicht mehr. Aber
also für aride Klimate waren die nicht so geeignet. Die müssen wahrscheinlich eine gewisse Wasserquelle schon in der Nähe gehabt haben, denke ich mal. Vielleicht nicht die Tage, dass sie jetzt sozusagen da ohne Auswirkungen kommen können oder ob sie aus der Nahrung nur noch herausziehen können. Interessante Frage ist meines Wissens noch nicht genau so. Gut, noch eine letzte Frage. Wenn man jetzt den Menschen dann sehen würde in der Zukunft mit der heutigen Methode analysiert, würde sich da ein chaotisches Bild ergeben, weil wir essen so viel Chemie, so viele künstliche Sachen benutzen wir, würde doch ein chaotisches Bild ergeben? Würde man erstmal denken, man muss natürlich immer differenzieren, welchen Stoffwürstig. Beim Wasser sind wir doch heute nicht relativ lokal, wenn wir irgendwo was anderes kaufen oder so, aber wir kochen nicht, damit wir putzen die Zähne, also man nimmt auch relativ viel lokales Leitungswasser aus. Also vom Sauerstoffsignal, Distorsignal nicht so viel. Da gibt es auch Untersuchungen, da haben Leute mal Haare von Leuten aus ganz USA gesammelt, bei den Friseuren. Und Haare brauchen auch gewissen Sauerstoffanteil und Wasserstoffanteil und haben dann die lokalen Signale aufgefunden. Und die sind dann wirklich nicht mehr von so, ne? Aber das funktioniert nicht. Aber es funktioniert ganz gut. Beim Sponsoren ist es natürlich schwieriger. Wir sind ja auch nicht wieder in der Zeug Zürich, morgen wird wieder Dienst fahren. Wenn wir jetzt ein Geschäftsmann sind, das dreiviertel Jahr mache, dann habe ich natürlich irgendeine Signatur von irgendwo, weil das dauert ja eine gewisse Zeit, bis man sich auch einstellt auf diese Seite im Kompetenzort. Insofern, da muss man dann verschiedene Gewebe analysieren. Das wird ja auch bei uns keine Leichtung machen. Da guckt man die Haare an, die Leber ist sozusagen ein paar Stunden, die Haare ein paar Tage, Wochen, dann vielleicht die Knochen, dann kann man darüber die Migrationsgeschichte des Insektizids analysieren. Das zum Beispiel, das macht ja auch eine lange Zeit nicht. Und insgesamt, ja, würde man halt nicht ein chaotisches Signal bekommen, aber halt würde reflektiert bekommen, dass die Leute mobiler sind, dass sie den verschiedenen Nahrungsressourcen nutzen. Ja. Gut, nochmal vielen Dank. Ich habe jetzt leider gut gebremst. Ja, ich werde nachher noch mit dem Lehrer nachbessern. Wer mitkommen will, gerne willkommen. Dann können wir noch weiter diskutieren.